Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin im Black Sand Drift. So, gucken wir mal. Maus funktioniert schon mal hier nicht. Okay, Pfeiltasten oder WASD, Enter Space. Okay, das ist recht überschaubar. Ach, das ist ein Shoot'em.
bin mir jetzt so ganz sicher, ob ich die Musik drin lassen kann, ob mir YouTube da wieder auf die Finger haut. Das kann also sein, dass ich nachträglich die Musikspur wieder entfernen muss. Aber ich will an dieser Stelle mal festhalten, dass ich gerade hier schon erdulden musste mit diesem ewigen Schlagzeug. Ich glaube, die vierjährigen Dinge soll ich nicht aufsammeln. Das sind Bomben oder sowas. Die machen, die bringen mir Schaden, wenn ich die einsammle. Dieser Hintergrund und diese Bilder und diese Räder, so erinnert mich irgendwie an späte Beatles-Musikalben-Cover. So Yellow Submarine-Style irgendwie.
Tja, verkackt. Jetzt fängt es ja von vorne an. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass ich das nochmal von vorne anfange. Weil jetzt sind wir uns da mal völlig im Klaren. Das ist halt ein Shoot'em-up. Ganz normales, Standard Shoot'em-up. Nicht sonderlich hervorstechen durch irgendwas, höchstens durch das Gedudel, das da im Hintergrund läuft, das ich allerdings definitiv rausschneiden werde, weil mir das ganz grässlich auf die Nerven geht. Also wer immer diese Musik ausgewählt hat, war, weiß auch nicht. Ich glaube, wenn man sich das länger Zeit gibt, dieses Spiel mit der Musik, man kann es ja nicht abschalten, es gibt ja keine Optionen. Ich glaube, da kriegt man Depressionen. Grausam. Also grafisch finde ich es interessant, ich nehme mich halt irgendwie an das Cover von Musikalben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, jawohl, das ist jetzt hier total die schöne Lichteffekte und Explosionen oder sonst irgendwas. Das ist halt ein ganz ordinäres Shoot'em-up. Standard, solide. Wem sowas Spaß macht, macht hier nichts falsch, gell? Also, aber er sollte, keine Ahnung, irgendwie... Am Computer kann man den Ton ausschalten, da muss man das Gedudel nicht hören. Und das Spiel selbst macht ja kein großes Geräusch, außer piep, 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 klinglingling, wenn man irgendeinen Campbell einsammelt oder wenn man halt schießt. Also da verpasst man noch nichts. Also man vermisst hinterher nichts, aber man verpasst auch echt nichts, vor allem bei den Soundeffekten. Also ich weiß ja, dass abgesehen von der grafischen Gestalt, die mich wie gesagt an Musikalben-Cover erinnert, alte, gibt es hier nichts, was das Spiel für mich irgendwie herausstechen lässt. Irgendwie aus der Masse der Shoot'em-Ups, was ein sehr großes Genre geworden ist durch die Indie-Entwickler aus Steam. Ich habe manchmal Eindruck, jedes zweite Spiel ist von diesem beschaulichen RPG-Maker-Spiel und jedes dritte ist dann ein Shoot'em-up. Naja, wie gesagt, also Black Sand Riff, ihr wisst jetzt, was das ist. Ich zockle weiter ins nächste Spiel. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.